So, halli, hallo, hallöle, ich bin's wieder und es ist das Märschwochenende und ich trage dieses richtig geile T-Shirt immer noch und möchte mit euch eigentlich im Endeffekt jetzt was richtig Geiles auspacken, denn ich habe unter anderem bekommen einen GameCube-Controller. Das ist natürlich kein normaler GameCube-Controller, wie ich den normalerweise immer habe, sondern der die Smash Bros. Edition. Und ich werde es natürlich euch auch mal wieder zeigen, Drehteller-typisch, wie das Ding jetzt genau aussieht und so weiter. Hier sieht man es unter anderem, sieht richtig geil aus, die Verpackung. Haben die sich richtig viel Mühe gegeben, aber es ist halt Nintendo. Nintendo gibt sich mit den Verpackungen eigentlich immer sehr viel Mühe. So, und wir packen natürlich das Ding hier auch aus. Ja, langweilig, wenn ihr euch jetzt nur die Verpackung abkaufen könntet. Na, somit verliert das Ding erstmal locker seinen Sammlerwert. 1000 Leute, nein, tu es nicht. Doch, ich tue es. Ich tue es. Ich packe das Ding aus und es ist erstmal schön eingepackt in blauer Folie. Blaue Folie ist... Ja, ist blau. Was erwartet man sonst von blauer Folie? So, da ist er. Und er sieht richtig geil aus. Und die Schultertasten funktionieren auch noch so richtig cool, nicht so wie bei den silbernen, den ich mit Martin immer beim Smash Bros. Zelda benutze. Der sieht dann halt nicht, der fühlt sich dann halt ein bisschen anders an. Der fühlt sich noch wieder richtig neu an. Das ist richtig cool. Und auch das Smash Bros. Symbol. Ich bin davon ausgegangen, dass das eher grau ist, aber es ist silberfarben. Das ist natürlich geil. Nochmal schön hier in der Aufnahme. Schön mit dem Drehteller. Richtig geil aus, also muss ich schon zugeben. Und das Ding hat jetzt gekostet 25 Euro. Ein Preis, der okay ist für einen Controller, der neu ist. Ne, wenn man bedenkt, Controller für ein GameCube gebraucht, kosten zwar weniger, dafür ist dann meistens der Joystick platt oder die Taste oder der Joystick komplett abgerissen oder der L-Stick ist abgerissen und da hat man schon eigentlich schon keinen Bock mehr drauf zu spielen. Ne? Aber das ist, wie gesagt, schon was richtig Feines. So, das war's ja eigentlich schon. 3 Minuten Video, warum auch nicht, zu dem GameCube-Controller. Ich zeige Ihnen noch meine Kamera, der GameCube-Controller für Smash Bros. Edition, den man sich dann auch mit dem GameCube-Adapter für die Wii U direkt dranpacken kann und damit dann geil absmashen kann. Ja. So, das war's soweit von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Smash. Bis dann.